So, guten Morgen, Leute. Es ist kurz nach 7. Bin bei mir zu Hause. Anhänger. Zack. Fahren jetzt zum Jens. Jens hat einen kleinen Roadtrip für uns. Ist eigentlich wieder viel zu früh. Ich habe auch kein Energy. Naja, eigentlich bin ich gut gelaunt, aber ich bin auch gut ausgeschlafen. Bin auch von alleine wach geworden. Das ist eigentlich sehr selten, aber ich war relativ früh im Bett. Ja, ich lasse Jens später relativ viel fahren, weil ich ein Video schneiden muss. Das kann ich jetzt während der Fahrt machen. Ich habe Laptop alles mitgenommen. Ja, also eine kleine Abfahrtskontrolle hier, ne? So minimal. Und dann let's go, ab zum Jens, würde ich sagen. Ich habe mir auch diesmal etwas Luftigeres angezogen, keine Arbeitsklamotten. Ich habe es zwar mitgenommen. Das Problem ist, immer wenn ich irgendwo hinfahre oder irgendwo helfe, dann sehe ich hinterher aus wie Scheiße, mit guten Klamotten. Deswegen nehme ich meistens immer dann Arbeitsklamotten mit, wenn ich schon so fahre, Joggingbuchse hier. Ja, und T-Shirt halt. Ist gar nicht so kalt, wirklich nicht. Also, ich habe mir gedacht, ich friere meinen Arsch ab heute Morgen. Auf geht's. Ich hoffe, ich vergesse nicht mit reinzuschneiden. Ich weiß auch nicht, wie viel ich davon zeigen kann. Ich bin gerade bei mir weggefahren. Ja, so ein Stückchen weiter. Stückchen weiter als da, wo der Ast mir damals vor ein paar Wochen gegen das Auto geflogen ist. Ich weiß nicht, könnt ihr euch daran erinnern. Ich habe mal Baum gesagt, aber das war der Ast. Stückchen weiter davon, das ist echt nicht weit von mir zu Hause. Ich bin 5 Minuten gefahren, sagen wir mal so. Sehr, sehr schwerer Verkehrsunfall gerade gewesen. Also Polizei und alles war schon da, also da hätte ich jetzt nicht mehr großartig helfen können. Wenn ihr so einen Verkehrsunfall seht, dann und dann auch keine Polizei ist und sowas, auf jeden Fall fragen, ob ihr helfen könnt. Egal wie viele Leute da schon stehen, egal wie viele Leute. Weil, solange es keine Polizei ist und so weiter, gefragt, ob ihr helfen könnt. Die Polizei kann natürlich immer noch Leute anfordern, meistens sind es 2 und es waren 2 Polizeiwagen da schon am Stehen. Das war anscheinend wirklich ein schwerer Verkehrsunfall sogar, weil es, ich glaube, über 4 Autos ging und auch über parkende Autos da. Also es sah schon heftig aus. Also ich hoffe, keinem ist was passiert. Ja, ich habe jetzt noch 30 Kilometer bis zu Jens. 30 Minuten. Ja, 30 Kilometer, 30 Minuten. Genau. Ja, und dann sammeln wir den Jensi-Boy ein, ne? Hallo, ich repariere es nochmal. Ey, ich hab gerade für 18 Euro Energy gekauft. Nicht dein Ernst. Weil letztes Mal hast du dich beschwert, es wäre zu wenig. Eine orange Blinkerbirne sogar. Ja, ist ja ein weißes Cover, ne? Ja, ja. So eine haben wir eigentlich. Also habe ich noch. Das ist sicher, was ist das? 21 irgendwas? Ne? Aber die ist in Ordnung, glaube ich, oder? Ne, hier vorne die Ecke ist da. Oder? Professor Dr. Jens erklärt. Ja, ich bin ein Blindifischi. Ne, die sieht in Ordnung aus. Aber es kann manchmal sein, dass sie trotzdem. Soll ich mal Blinker machen? Ich hole mal eine andere. Ja. Okay. Also Edgar hast du hier drin rumstehen. Ja, ja. Ja, wieso fährst du mit nicht? Weil das kein Winterauto ist. Ach so, hätte ich jetzt auch behauptet. Ah, hier sind auch orange. Ich kann auch eine rote reinmachen. Da habe ich auch kein Problem mit. Aber der TÜV hat vielleicht Probleme mit. Da. Ich muss nur gucken, weil es gab manchmal der Fall, gutes Deutsche, dass die unten anders versetzt sind. Das ist kaputt. Na, ja, jetzt ist sie kaputt. Toll. Die sieht jetzt aus scheiße aus. Und wenn die scheiße aussieht, wieso legst du sie wieder rein? Ja, die sieht für deinen Anhänger scheiße. Hm, ach so. Okay. Marc, hallo. Moinsen. Moinsen. Ich glaube aber nicht, dass die kaputt sind. Ich klaue eine Blinkerbirne von euch, ne? Bitte? Ich klaue eine Blinkerbirne von euch. Oh mein Gott. 1 Euro in die Hallenkasse. Es wird uns umbringen. Ja, es wird uns finanziell ruinieren. Oh. Kennst du auch mal einen Schaden? Ganze kaputte in der Hand, aber aus dem Daumen die kaputte. Einer wundert sich, warum. Das, eigentlich sollten ja hier gar keine kaputten drin sein. Ja. Nee, ich hab ja die kaputte. Nein, meine kaputte hat er gehabt. Ich hab auch mal meine Kamera mit mir. Ja. Oh, die sind geil, Marc. Weißt du, was das ist? Was? Weißt du, was das ist? Das ist geil. Das ist in Deutschland, ja. Das ist Plastik? Ja, aber wofür? Scheinwerfer vorne oder so? Genau. Kommt über Scheinwerfer vom Blinker. Ja, genau. Einklicken.
Nee, andersrum. Oben einhaken und unten. Nee, wird erst unten reingeschoben. Ja, wieso ist ein Haken da oben? Ja, aber der klickt da oben an einer Nut ein. Achso, ja, aber trotzdem denke ich mal, dass er trotzdem von oben rein. Mhm. Ist ja auch scheißegal, auf jeden Fall. Ist das funktioniert auf jeden Fall so. Ja, okay. Ich dachte, der wollte mir jetzt den Kühlschrank zeigen. Dort auch. Die neueste Errungenschaft hier. Von dir? Ja. Ja, ich meine nicht, dass wir einen Kühlschrank hätten, aber... Also Sitzprobleme habt ihr auch nicht, würde ich sagen. Nee, wird Zeit, dass die verschwinden. Die kommen alle jetzt die Tage nicht da oben. Also deine? Das sind meine, das ist von Markus. Ah, okay. Ja, besser ist wegräumen, ne? Ja. Immer schön wegräumen. Das ist nervtötend hier. Ja. Aber bei euch ist es sauber im Gegensatz zu meinem. Also. Wie immer. Sauber. Ja, wie immer. Das ist eigentlich Chaos schon. Aber das wird, wird nach und nach verschwinden. Die kenne ich auch irgendwo her. Ja, das wird daran liegen, dass die, Es ist ja nicht so lange her, wo wir die hingebracht haben. Nein. Übrigens, hast du gesehen, ich habe einen eigenen Anhänger gekauft jetzt. Nein, habe ich nicht gesehen. Ja, den habe ich mir mit Thomas zusammen gekauft. Mhm. Aber das war mal ein Schnäppchen, aber war doch kein Schnäppchen mehr. Fliegt nicht an der Birne. Echt nicht? Dann Stecker. Okay. Und da. Dem wird mal. Ja. Hallo. Hallo. Wir sind unterwegs. Schon seit ungefähr 200 Kilometer. Bis jetzt ist alles ruhig und gediegen gewesen. Einmal wurde mir angehupt. Weil ich überholen wollte und der mich nicht gesehen hat oder ich den nicht gesehen habe oder so, kannst du gucken. Ja. Ist auch dunkel. Guck mal, der ist netterweise rübergefahren. Guck mal, wie nett er. Das ist nett, das ist freundlich. Ja, wir haben noch 2 Stunden, 165 Kilometer. Wir fahren eigentlich nur die 2 durch. Mehr oder weniger haben wir noch 125 Kilometer auf dieser Autobahn. Sehr entspannt. Ne? Ja. Auch Wetter ist okay. Haben nichts zu befürchten. Oh, wie sieht es nach deinem Wohlbefinden aus? Alles super hier. Ich habe Energy. Ja, Mann. Und der reißt wieder alles ab. Ich habe da Klimabedienteil gerade kaputt gemacht. Das Witzige ist, ich habe eben zwei Flaschen Arizona gekauft. Ach so, ja. Und habe die auf dem Auto oben vergessen. Fahr los und wollte jemanden reinlassen, damit ich besser rauskomme beim Lidl-Parkplatz. Bremst und dann fliegen die voll runter. Ja, natürlich beide Flaschen kaputt. Ja, du sollst die Scheiße nicht trinken, merkst du das? Ja, ist ja okay. Ich habe den Wink mit dem Soundfall gemerkt. Und du sollst natürlich nicht trinken und machst die Flasche und Dose auf. Hallo, hier, guck. Meckern die Leute trotzdem drüber. Also, du kannst Krebs heilen, du kannst alles machen, du wirst trotzdem gehatet. Ganz ja, aber du sollst doch nicht wie ein Hund leben. Oh, B-A-G. Ja, B-A-G. Du sollst ja nicht in den Hund leben, oder? Ja. Warum willst du Wasser trinken? Ich wasche mich damit nur. Ja? Hey. Ja. Prosit, ne? Ja, hau sie rein. Auf die Fettheit. Nee, das ist nicht. Man darf nicht sagen, dass das gut ist. Man darf es auch nicht schönreden. Wir sind zu fett. Ja, sind wir. Ja, unsportlich. Aber solange man sich noch einigermaßen. Das ist aber auch eine schöne Rede, Dings. Also, nein! Wenn es gefährlich wird, also, ja, klar, also gesundheitlich, dann sollte man da auch was dran machen. Wenn dein Herz und dein Bein oder deine Kniescheibe die ganze Zeit rausfällt. Das hat nichts mit dem Gewicht zu tun, tatsächlich. Das passiert nämlich auch, wenn ich irgendwo unterm Auto lag oder so. Ich habe unterm Pickup irgendwas gemacht, habe dazu geguckt, mit der Kamera auch, und auf einmal, zack! Heißt das fehlkonstruiert? Ja, kann sein. Boah, ein Ersatzteil. Ja. Falls jemand ein rechtes Knie über hat, sagt Bescheid. Schickt einfach zu, man darf nicht kürzer sein. Ja, Mann. Baujahr 86 bitte, ja? Ja. Ja, genug. Ne? Gequatscht. Weiter geht's. Gütersloh. Genau, wir sind. Wir können Timelapse machen. Wir sind bei Gütersloh. Oh, lass uns Timelapse machen. Ja. Timelapse und los. So Leute, wir sind da. Habt ihr die Fahrt quasi gesehen? Ich zeige euch jetzt nicht so viel vom Auto. Ich kann es gleich einmal kurz zeigen, aber damit ihr. Wenn ihr wissen wollt, worum es da geht, dann guckt bei Jens vorbei ins Video. Ich will jetzt nicht hier sein Content klauen. Ne? Also
Könnt ihr bei ihm reinschauen, was es da so Schönes gibt. Nee, mit euch will ich nicht reden. Ja, auf jeden Fall fahren wir jetzt zurück, gucken wir gleich, um was zu essen finden. Wir sind recht durchgefahren. Ich muss pinkeln und jo, gucken wir mal, ne, wie es aussieht. Ja. Waren, ich glaube, 300 irgendwas Kilometer. Ja, um genau zu sein, fast genau 300 Kilometer. Ja, eigentlich sind wir sind mega gut durchgekommen. Das letzte Stück war ja komplett über Land. Ich denke mal, dass das Timelapse ultra cool aussehen wird, weil das halt nicht nur straight Autobahn war. Und ich hoffe, ihr habt gefeiert. Ne? Ich habe auch diese GoPro neue Funktion ausprobiert mit hier Timelapse, Time Warp Dings. Vielleicht sieht es halt mega cool aus, vielleicht nicht, keine Ahnung. Werden wir sehen. Ne? Ja, ansonsten, ich sage bis gleich. Ne? Gucken wir mal. Auf jeden Fall eine Pipi-Pause machen und was essen. Weil der dicke Marc hat Hunger. 15.53 Uhr und wir machen unsere erste Mittagspause. Ja. Also wir machen nicht unser erst, wir machen ja nicht noch eine Mittagspause. Wir machen unser einziges. Ja, das lassen wir mal. Das lassen wir mal den Weg. Wir machen noch ein einziges Mittagspause. Müssen wir mal gucken, ne? Weil da wissen wir ja auch nicht, ne? Boah, die Bude sind ein bisschen ranzig alles, ne? Ja, ist halt ein älterer KFC, das ist halt immer so. Ja. Also wir sind bei KFC übrigens, ja. Ne? Wenn wir uns ein bisschen was zu Futter holen, dann werden wir wieder weiterdüsen. Ja. Wir haben noch. Ja, das ist das Lied, ganz genau. Ne? Zwei Stunden und zwei Minuten. Das ist aber eigentlich ziemlich gut. Ach, warte mal, das ist sogar zu mir, die Strecke. Muss man gleich sogar noch so ändern. Nein, ist zu dir, habe ich gemacht. Ja. Das geht aber, wir haben jetzt schon auf jeden Fall locker. Ja, wir sind auf jeden Fall knapp 100 Kilometer haben wir mehr gemacht. Ja. Ist auf jeden Fall früher zurück als letztes Mal. Ja, auf jeden Fall. Ja, wobei, ich muss ja nach Hause, aber ich glaube, ich lasse den Eingang dann bei mir vor der Haustür stehen. Weil es ist ja unnötig, ne? Von daher. Mhm. Wir fahren 80. Weil der Omega Ah, sie hat schon wieder ein blödes Wort gesagt. Muss mal abgucken. Ja, weil das Kfz hinten sehr, sehr komisch beladen ist. Also anders hätte man den nicht laden können. Trotzdem. Nein, es ist ja einfach leichter Motor, sehr weit hinten der Motor. Was ist denn da? Der verliert doch seine halbe Heckschürze. Oh. Kann man die, glaube ich, nicht erkennen. Und ja, ich habe gesagt, wir waren bei KFC. Ja, wir Livestream von Jens hier am Schlüssel. Ich habe KFC ausgegeben, dass er mindestens was man machen kann. Oh ja, ja. Und er wollte mir erst mal einen Burger nicht geben. Ich wollte noch einen extra Burger. Ja, ich dachte, du würdest so einen 10-Euro-Burger holen. Nein. Gierlappen. Das ist ein 1,50 Euro-Burger gewesen. Ja, gerade so. So hat kriegst du. Ja. Nee, sind wir da so nicht. 170 Kilometer noch. Wir können nur mit 80 cruisen. Ja, leider. Ja. Wir werden euch im Video dann wieder sehen, so ein bisschen. Ja. Hallo. Ja, Raststätte. Weißt du, wie die Raststätte heißt, Jens? Nein. Nicht? Nein. Ist ja auch keine Raststätte, das ist nur ein Parkplatz. Ja, wir haben jetzt eine Pause gemacht, ich werde so übel müde. Dann mache ich lieber kurz eine Pause, gehe mal eine Runde. Vielleicht noch ein paar Kniebeuge hinterher, weil ich habe noch ein paar Kniebeuge über. Das Ding ist, mit meinem Bein geht es eigentlich auch wieder gut. Ich kann wieder tatsächlich richtig geile Kniebeuge machen, voll gut. Gestern habe ich noch richtig ziehen gehabt, aber wenn ich das jetzt beibehalte, dann ist das gar nicht so schlimm über die ganze Zeit. Werde ich auch machen. Morgen wird ja wieder gestreamt in der Halle. Also für euch ist das dann halt vorgestern gewesen, glaube ich. Ja. Einfach, dass man die Muskeln weiter beansprucht. Das ist halt für jemanden in meiner Gewichtsklasse immer ein bisschen am Anfang sehr, sehr schwer. Oh. Richtig müde gerade geworden, ey. Du siehst gleich weicher. Ne? Jens im Auto, aber wenn ihr mehr von Jens im Auto sehen wollt, dann guckt bei Jens auf dem Channel vorbei. Genau, Omega A. Ja, habe ich eben schon erwähnt. Was? Sehr gut. Ja. Ich bin ein bisschen mehr darüber erfahren, die Geschichte dahinter und so weiter und warum, weshalb, wieso. Ja, wir machen uns jetzt auf dem Weg weiter. Dann melde ich mich, wenn wir bei Jens vor der Haustür sind. Auch im Dunkeln. Yeah. Wir haben es geschafft. Wir sind da. Auto ist schon abgeladen. Mein Anhänger ist weg. Jetzt versuchen wir den Motor hier hinten raus. Aber wir dürfen nicht vergessen, nicht nur, dass wir einen Anhänger mit hatten, haben wir auch noch einen Motor hier hinten dran gehabt, ne? Mit voll vielen Teilen. Richtig viel Kleinkramzeug müssen wir auch noch vorher rausholen. Und dann eben den Motor. Wir dürfen die Gurte nicht vergessen. Das haben wir vergessen. Ne, die Gurte dürfen wir nicht vergessen für mich. Ja, die sind im anderen Auto. Im anderen Auto? Ja.
Weil du musst ja alles rausräumen, um in den Kran zu kommen. Ja, das ist doch die Problematik. Raus ist der Motor. Ja, einmal alles ausgeladen. Auch die ganze Kleinkacke. Mein Auto ist soweit leer. Ja. Und dreckig. Ja, wie immer. So, ich muss den echt mal sauber machen. Ich habe den echt noch nie sauber gemacht, richtig. Noch nie. Die ganze Ditze. Na, Seite. Na, ich muss den echt mal ordentlich, schön ordentlich sauber machen. War jetzt vielleicht nicht so ein ganz erfolgreicher oder, ich sag jetzt mal, interessanter Tag für euch. War mehr so ein bisschen Roadtrip. Helf deinen Schrauberkollegen-Tag. Na, gucken wir uns das mal die Gurte an, die der Jens hier da hat. Zeig mir das mal. Guck mal. Ey, das ist ja richtig fancy. Die sehen super zu. Voll gut, ey. Das sind keine elektrischen. Nein, schade. Ja. So geil. Wie es sich gehört. Geil, ey. Ein super Zustand. Alter. Perfekt. Schmeiß rein. Für den Drifter. Ja, Mann. Liebevoll reingeschmissen. Ja, sehr geil. Ich hab gesagt, schmeiß rein. Das ist übrigens der Boden, worüber wir gerade eben gesprochen haben. Ja, der ist nicht 1 Kalak und ist schon 8 Jahre alt. Das ist der Hammer. Also voll. Eigentlich... Ne, super. Ja, und vor allen Dingen auch im Motorkran. Also das ist das Wichtige. Bei mir ist das alles kaputt gegangen. Ja, und das ist 2K, was du hattest. Mhm. Man sagt immer 2K Halbplätze. Ja, aber ich glaube, das Epoxid musst du dicker auftragen. Ich weiß nicht, ob wir hier noch die Dose haben und könnt mal gucken, welcher Hersteller das war. Aber ich meine, war eine Silberdose, weiße Aufkleber, die ist auch bei Amazon und so. Ja, du kannst ja mal raussuchen. Ja. Wäre natürlich ganz geil. Und dann gucken wir mal, weil dann werden wir auf jeden Fall bei mir nochmal neu streichen. Zumindest drüber streichen. Das hier ist ja grau. Und ich habe ja bei mir Anthrazit, ne? Ja. So, und da würde ich halt schon gerne, auch so wie ihr habt, so eine Linie und so Punkte machen. Ich würde mir gerne so Linien auch aufzeichnen, weil das ist schon wesentlich einfach fürs Drauffahren. Ich habe zum Beispiel auf dem Boden so ein paar Kreppstreifen für ja, den Pickup und so. Ja, das ist richtig nervig, ne? Ja, ich werde das eben den Anhänger anhängen und dann würde ich düsen. Ja, ich hoffe, der Roadtrip war zufriedenstellend für dich, Jansi Boy. Ja, immer noch. Voll, wie er sich bücken kann. Guck mal. Ah. Ich lasse das sowas von drinnen, das schneide ich nicht. Das bleibt alles drin. Die Billigschiene hat Scheiße hier. Warum? Der ist besser als meiner. Und meiner ist auch nicht gerade der Beste. Aber ich sage euch ganz ehrlich, die Dinger kosten ja auch bei eBay nichts. Hänger dran. Jetzt wollen wir Abfahrt hier. Ja, schätze nochmal danke. Man sieht gar nichts. Ne? Ja, aber großen Dank an Marc für die Hilfe. Kein Ding. Wir sehen uns. Ja, ja, wie gesagt, man sieht dich null. Hätte ja mal die Lampe ins Gesicht halten können. Genau. Wir sehen. Nein, sowas, genau, so. Wir sehen uns. Das sieht total schön. Wir sehen uns bei Marc beständig. Ich habe gesagt, ich komme auch am zu mal rum. Bedanken nochmal herzlich bei Ihnen. Vielen Dank, Marc. Ich bin blind. Kein Ding. Was sagst du? Ja, ich sag auch immer danke. Ja. Hey, jetzt mal hier, Spaß beiseite. Also Leute, ne, war mega, mega nice, hat mega Spaß gemacht. Ne? Aber ich denke mal, wir quatschen gleich nochmal im Auto. Das ist hell. Oh. Ja, komm gut nach Hause, komm du gut, ja, kommt ihr auch gut ja, nach Hause. Ja, das schaffen die schon. Und ich vielleicht. Ja. Sonst ich hab deinen Hänger, weiß ich ja. Nein. Das ist das Ende vom Video. Ich habe vergessen, Endcard zu machen, es tut mir leid. Wir haben jetzt hier 4.22 Uhr und ich war gerade das Video am Schneiden. Hab komplett vergessen, dass kein Endcard dabei gewesen ist. Tut mir leid. Aber ich denke, das Video ist doch ganz gut geworden. Ich hoffe, es hat euch gefallen natürlich. Ja, ansonsten nicht vergessen, kommentieren, liken und natürlich ein Abo an die neuen Leute. Würde mich auf jeden Fall freuen und wir sehen uns dann morgen wieder. Haut rein.